Was sind die Grenzen der Transformation? Was sind die Möglichkeiten innerhalb dieser Grenzen? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Anja Wagner und ich beschäftige mich schon viele, viele Jahre mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Transformation, weil ich davon überzeugt bin, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Klienten, mit Gruppen, online, offline, wie es möglich ist, unser Bewusstsein zu erweitern und dann quasi den quantenphysikalischen Raum und das gesamte Raum-Zeit-Konstrukt zu überbrücken, beziehungsweise außerhalb dieser Konstrukte andere Wahrnehmungen zu erzeugen, indem wir Zustände erzeugen, die das Dies und Jenseits komplett sprengen. Weil außerhalb von Raum und Zeit bewegen wir uns in Zuständen, die wir nicht mehr als Aggregat, als Stoff, als Teilchen, als Welle beschreiben können, sondern das ist die pure Essenz. Und das ist überdimensional. Und dennoch in den Energiegrundbausteinen unserer Dimension verankert. Und das ist gleichzeitig die große Hürde für uns, weil wir in allen Quanten und Räumen und Zeiten, in denen wir existieren, schwingen und in der Realität, in der wir uns selbst projizieren, hineinprojizieren, immer wieder auch der Zustand des raum- und zeitlosen Quantenfelds integriert und dennoch nicht fühlbar macht, wenn wir nicht mit unserem Bewusstsein durch diese Frequenzschichten hindurch wechselwirkend verschränkt uns entschränken und die Wechselwirkung erkennen und damit beginnen, in dieser höherdimensionalen Matrixwelt zu beeinflussen. Also wir können in dieser Verschränktheit mit unserem Bewusstsein die Quanten bewegen und auch die gesamten Fluktuationen innerhalb dieser Quantenbewegungsräume, Informationen bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Aber auch das hat seine Grenzen, weil diese dreidimensionale Informationsverarbeitung unseres Gehirns, wobei das ist nicht dreidimensional, das ist ja schon mehrdimensional auch, aber wir müssen das ja immer runterkalibrieren auf unsere normalen Mental-Denkstrukturen, dass wir es in Worte fassen können, so wie ich jetzt mit ihr spreche und damit quasi das informierte Feld schon runterkalibrieren muss, einfach weil ich Sprache verwende. Und das enthebelt uns aus dieser Superposition, weil wir Körper und diese Geistebene in dieser Wechselwirkung immer wieder von unserem wahren Ursprung ein Stück weit nicht entkoppeln, aber reduzieren. Und deswegen ist es für uns im Moment noch, also ich kann für mich sprechen, nicht für uns alle, sondern nur für mich und meine Erfahrungswelt, dass ich mich für mehrere Minuten in ein Quantenfeld bewege, das schlichtweg alles auflösen kann und ich den Weg aber wieder in diese Verkörperung machen kann über Frequenzen. Also das ist so, der Verstand stellt sich eine Wegstrecke vor von A zu B, aber letztlich ist das die Gleichzeitigkeit innerhalb eines Raumes. Und das ist das, was wir in dieser, ich sag mal, linearen Zeithorizonte-Bewegung nicht klar kriegen, weil wir immer nur die Sekunden vor Augen sehen und dadurch einen Raum definieren, den wir Vergangen oder Zukunft nennen oder Gegenwart halt. Ja. So, und das unterliegt alles einer mehrdimensionalen Software, eine Matrix-Software sozusagen, und die wurde für uns programmiert, um uns darin
geklickt. Also wir sind ja Teil dieses Softwareprogrammes und damit sind wir auch wieder die Programmierer. Und diese Programmiersprache des Matrix-Programms umschreiben zu können, braucht es sehr viel Beweglichkeit, sehr viel Beobachtungsgabe, sehr viel, wie soll ich sagen, die Fähigkeit, diese Syntaxsprache, diese Wahrnehmungsräume zu erkennen, um dich darin auch bewusst zu bewegen. Ansonsten wirst du über die Filter ganz alleine allein durch die Filter in einen Raum deiner Wahrnehmung gebunden. Und diese Räume, die kannst du dir wirklich wie in einem Haus vorstellen. Du hast ein dreidimensionales, ich sag mal fünfdimensionales Vorstellungsbild und in diesem Vorstellungsbild bist du in einem Raum. Und wenn du diesen Raum mit deiner Wahrnehmung nicht verlassen kannst, dann bleibst du innerhalb dieses Raumes und nur innerhalb dieses Raumes und kannst vielleicht so ein Gefühl entwickeln, vors Haus zu gehen oder hinters Haus zu gehen, aber die anderen Räume bleiben geschlossen. Und das machen unsere Matrix-Filter, die wir programmiert bekommen haben oder durch Erziehung oder wir uns selbst antrainiert haben durch unsere Erfahrungen, unsere Ahnen und durch das gesamtkollektive psychologische, kognitive, vorgegebene Frequenzband, was du auch als Radiowelle bezeichnen kannst. Und damit bist du in diesem Quantenfeld wie ein Schaf in einem, auf einer Weide, aber umzäunt. Und das hat viele Worte. Ja? Ich habe dann immer wieder gleich dieses Bild von diesem einen Zimmer, in diesem großen Gebilde von Haus. Und wir wissen noch nicht genau, ob dieses Haus 15 Etagen hat oder 200 oder wirklich in seiner Unbegrenztheit alle Räume vereint. Doch das wissen wir, dass es diese Unbegrenztheit gibt. Aber unser Denken katapultiert uns immer sofort in diesen Zustand der Bebilderung und damit haben wir schon wieder das Gitternetz. Weil unsere Vorstellung auch in dieser Zeitlinie an diese Raumpunkte der Varianten eingeschwungen ist. Und somit ist das Urquantenfeld, was eigentlich das Absolute und das pure Sein beinhaltet, begrenzt. Also könnten wir ja jetzt auch sagen, Transformation ist begrenzt. Naja, das kommt darauf an, in welcher Planmatrix dein Bewusstsein seine Erfahrungen macht und welches Szenario du durchlebst in diesem Wechselspiel dieser Raumzeitszenarien, in dieser Raumzeitvarianten. Und da braucht es auch neue Worte. So wie du vielleicht, wenn du das jetzt das erste Mal hörst, so das Gefühl hast, du verstehst nur einen Bruchteil, weil du diese Bilder dafür noch nicht hast. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich habe versucht, meine Audios in Textform zu wandeln. Das geht nicht, weil sich der Möglichkeitsraum dieser Sprachvarianten in diesen Denkräumen, die ich beim Sprechen habe, so vervielfältigt in dieser Mehrdimensionalität, dass das in Sprache nicht zu bringen ist. Es gibt keinen richtigen Fluss. Und so bitte ich dich, dass du, was heißt bitten? Nein, mach einfach, was du willst, sondern und fühle dich dabei in dieser Einladung, dieses unmanifestierte Quantenfeld und das Quantum ist ja auch nicht das kleinste aller Teilchen. Ja? Du siehst ja, dass wir bei der Sprache auch schon wieder ein bisschen schummeln, weil wir immer wieder Teilchen benutzen, um etwas auszudrücken. Aber geht auch nicht anders, weil unsere Sprache immer nach Alternativvarianten sucht, wie wir Bilder
oder die Formsprache an etwas binden können, was wir kennen. Und deswegen sind Vokabeln oder beziehungsweise Buchstaben so ideal, weil die können wir immer nur in der vorgegebenen Weise setzen. Unser Alphabet hat exakt vorgegebene Buchstaben und nur diese Buchstaben verwenden wir. Stell dir vor, wir hätten nur drei Buchstaben. Dann glauben wir, wir hätten ja viel weniger Wortvarianten. Aber weißt du, dass im Sanskrit zum Beispiel, ist ja auch nicht die älteste Sprache, aber einer der ältesten, die wir jetzt kennen, ja, die man uns als bekannt verkauft, haben ja auch nicht viele Worte. Ja, im Sanskrit gibt es auch nur wenige Worte, aber ein Wort hat dann 500 Bedeutungen. Und das würde uns wieder in einen Zustand versetzen der Wahrnehmung, weil wir nämlich ein Wort nicht mehr missinterpretieren, so wie wir, weil wir uns im Kreise philosophieren und diskutieren, weil wir sagen, hey, Bewusstsein bedeutet für mich dies oder jenes, und dann fangen wir an, herum zu diskutieren, anstatt uns auf diese Gefühlsebene einzulassen, um in diesen mehrdimensionalen Raum wirklich diese Erfahrung darin zu spüren, was will mein Gegenüber mir mitteilen mit diesem einen Wort, was 500 Bedeutungen haben kann. Und da würden wir beginnen, den Zwischenraum wahrzunehmen. Und du weißt selbst, dass die Materie aus 99,99 und x9 aus Zwischenraum von rotierenden Protonen, Elektronen, Bosonen und sonstiger Kleinteilchen besteht. Und dann würden wir dahin kommen, uns diese von dieser Programmierung zu lösen, die uns alleine die Sprache vorgibt. Und das ist der große Spielraum, den wir jetzt haben in der Transformation, dass wir Menschen befähigen, wenn du Therapeut, Coach oder im Gesundheitsbereich arbeitest und schon mit Mentalkonzepten oder emotionalen Traumatherapien arbeitest, dass du dir Varianten erarbeitest, die Wahrscheinlichkeitsgewichtung und Alternativrealitäten wirklich zu erweitern und die Klienten mitnimmst in ihre neue Superposition zu Wissen, zu Möglichkeit, etwas zu manifestieren. Das sind die kleinen Bausteine, an denen du erkennst, wie du dich entwickelst, an denen du erkennst, dass du schon etwas Gestaltungskraft hast. Und es ist erst der Anfang. Hey, weißt du, was möglich ist, wenn du wirklich begreifst und erfährst, wie viele Effekte du in deiner Welt auslösen kannst? Und dazu beginnt dann im nächsten Schritt beispielsweise, dass du merkst, wie viel Parallelwelten, Parallelzeitlinien, parallelen Räumen du dich verschieben könntest und das nutzen kannst, um quasi alte Informationen zu überschreiben, alte Mechanismen zu wandeln und Ereignishorizonte verknüpfen kannst, um deine Ereignisfolge für Erfolg, für Freude, für Leichtigkeit, für das Wunder deiner Heilung zu generieren, möglich ist. Also beschäftige dich bitte einfach mehr mit diesen Wortverdrehungen, um ganz bewusst dich von den alten Zitaten und alten Texten und alten Worten in der herkömmlichen, angewendeten Sprache zu entkoppeln, um dich neu zu erfinden. Was ist denn Transformation? Transformation ist doch genau das Gestalterische, die Freischaltung von Schuld und Schamthemen, sodass es dir möglich ist, aus diesem ganzen Kriegsgeschehen, was jetzt auf uns einprasselt, schon seit Jahrtausenden als energetisches Raumzeitkonstrukt, um uns immer wieder Gegner vor die Nase zu stellen, Gegner als Partner, Gegner als Finanzsystem, Gegner als Gesundheitssystem, Gegner als Feinde. Wo holst du denn deine Widerstände her, indem du immer wieder im Außen einen Gegner siehst, um nicht in deinem Verbundenheitsgefühl mit dir selbst, in deiner Kraft zu wirken? Also, ich wünsche dir wirklich, dass du diese Wortgefangenschaft für dich eroberst, um sie zu befreien, um dich frei zu machen von diesem Konstrukt von Raumzeit,
Und es ist total interessant. Ich wollte eigentlich wo ganz anders hin. Und daran siehst du, dass wir in dieser Wechselwirkung neu kreieren, wenn wir uns wirklich erlauben, frei zu sein. Und selbst wenn das Freisein so viele Facetten hat und für dich vielleicht etwas jetzt was ganz anderes bedeutet als für mich, genauso wie die Wahrheit immer aus deiner Wahrnehmung definiert werden kann. So erlaube dir, dass sich diese Bewusstseinsgröße in dir jeden Tag aufs Neue offenbart und dir bewusst macht, dass diese kollektiven Angst- und Mangelprogramme gesteuert sind und du dich darauf eingelassen hast, weil du in diesem Boot zum Teil mitfährst, aber dir ein Ozeangefährt in dieser Realität zu bauen, ist auf geistiger Ebene sehr einfach, weil es ist nur Information. Und aus dieser Gefangenschaft herauszutreten, wenn du erkennst, dass Information deine Realität baut, durch dich selbst, indem du die Information materialisieren lässt, hast du sehr viele Möglichkeiten und Wege, deine Grenzen Stück für Stück zu verschieben, zu erweitern, um dich immer mehr und immer deutlicher, immer präsenter, immer absoluter zu erfühlen in deiner Großartigkeit. Mach's gut, deine Anja.